Ja, hallo Angela. Wir haben ja gerade eine sehr interessante Session zum Thema Blended Learning mit dir erleben dürfen. Vielleicht magst du in so einigen Stichworten mal auch den anderen sagen, die daran nicht haben teilnehmen können. Was ist denn das Innovative an diesem Konzept? Ja, sehr gerne. Also Blended Learning, wir hatten es ja drüber, Blended Learning bei der VDV-Akademie, und da hatten wir ja drüber gesprochen, dass wir das eingeführt haben. Blended Learning vielleicht zunächst einmal. Blended Learning heißt eine Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen mit Online-Lernen oder spezifisch betrachtet eben mit selbstorganisiertem Lernen, begleitet über eine Online-Plattform. Und da hatten wir es eben drüber, wie geht man denn daran? Was muss man denn eigentlich Besonderes beachten, auch die Teilnehmer alle abzuholen? Du gibst damit schon das Stichwort für die nächste Frage vor. Was sind denn die Erfolgsfaktoren? Also wann wird denn eine Blended Learning Plattform, wann wird die in den Unternehmen erfolgreich? Wann wird sie erfolgreich? Also ich glaube, dass ein ganz großer Erfolgsfaktor von so einer Blended Learning Strategie ist Kommunikation. Also dass ich die Teilnehmer von vornherein abhole und sie ein bisschen auch an der Hand nehme zunächst einmal, damit sie wissen, was ist denn ihre Aufgabe und wo dürfen sie sich selbst austoben, nenne ich es jetzt mal, sich selbst einbringen, ja, damit sie sich zurechtfinden und da zunächst die Ängste genommen werden, dass sie vielleicht überfordert werden könnten oder sich mit der Technik nicht auseinandersetzen können oder all diese Dinge. Also der Erfolgsfaktor bei uns in der Akademie, würde ich sagen, ist, dass wir die von vornherein an der Hand genommen haben und auch nicht nur die Teilnehmer ins Boot geholt haben, sondern auch unsere Dozenten, unsere Trainer, weil die sind ganz wichtiges Kernstück an dem ganzen Konzept. Aus deiner Sicht gibt es Grenzen des Konzeptes? Also wir haben ja jetzt in der Session gesehen, es gibt sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Gibt es auch thematische Grenzen aus deiner Sicht als Fachfrau, wo du sagst, nee, da besser was anderes? Grenzen. Also ich bin nach wie vor eben die Befürworterin von einer Kombination aus Online-Lernen oder selbstorganisiertes Lernen und gleichzeitig aber auch Präsenztrainings, wo es eine Möglichkeit gibt zum Austausch und gerade auch bei den ganzen Soft-Skill-Themen, meiner Meinung nach. Weil da hatten wir es ja auch gestern schon drüber, so Führungsthemen oder Kommunikationsthemen, Konfliktmanagementthemen, all diese Dinge finde ich wichtig, dass sie nicht nur online abgedeckt werden und online irgendwie Aufgaben bearbeitet werden, sondern dass da tatsächlich ein Austausch stattfindet und eben in Präsenztraining nochmal in die Tiefe gegangen werden kann. Also insgesamt eine Erweiterung der Lernmöglichkeiten, aber ich verstehe es so, man muss sehr genau schauen, wo macht es Sinn, es einzusetzen und wo ist einfach der Bezug zum Lehrenden, zum Lernenden so wichtig, dass wir andere Wege gehen müssen. Ja. Ja, ich danke dir. Danke Vielen Dank dir. für das Ja, Interview. danke schön.